Hey ho, hier ist wieder euer Diesens und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ihr seht, unsere Zivilisation hat sich ein bisschen verändert im Laufe der letzten Folge. Wir sind in einem neuen Zeitalter angekommen. Ein Zeitalter voller Überraschungen. Ein Zeitalter voller hübsch aussehender Wasserreservoirs. Ja doch, die machen schon ein bisschen was her. Na, da verbessern wir gleich mal die älteren. Oh, die Wasserräder sehen auch komplett professioneller aus. Warum ist denn jetzt der Herrscher des Planeten gestorben? Naja, gut. Jedenfalls können wir auch diese Wettertürme upgraden, ne? Genau, dann sieht die auch nicht mehr so komisch, ja, zusammenklamüsert aus. Und stimmt, ich muss doch meinen Timer anmachen. So, das habe ich jetzt mal ganz heimlich gemacht. Das hat dich eigentlich einen Auftrag gegeben. Ach so, da hatten wir das gerade schon mal verbessert und können es jetzt direkt nochmal verbessern. Das kann gut sein. Aber überfischt mir ja bitte nicht diesen Bestand. Wir dürfen nicht. Was ist das denn? Ach, das ist noch ein UFO. Ja, die sollen wir machen. Wir dürfen ja nicht den Bestand überfischen, jedenfalls. Das ist aber ein Problem. Ja, ob das so schlau war hier, naja, das wird schon passen. Ja, das darf nicht über den R-Wert. Oh, was ist das denn hier? Mann pro Frucht? Ich glaube, die haben wir aber schon, oder? Ach komm, nehme ich jetzt einfach mal mit. So ein Früchtchen. Wo war da jetzt hier die... Farm. Ist das eine Farm? Das sieht aus wie eine Farm. Rein damit. Können wir die jetzt anbauen oder haben wir die schon? Haben wir schon. Die Mann pro Frucht. Schade. Schade um die Kaskade. So, was ist das hier? Ingenieur. Wasserreservoir. Ich habe dir auch echt überall hingepackt, ne? Sind noch ein paar mehr Pflänzchen. Was ist das denn hier Schönes? Ja, nehmen wir auch mal mit. Die nehmen wir auch mal mit, die Kollegen. Und schieben sie woanders hin. So. Das können wir jetzt aber neu anbauen. Das hatten wir vorher nicht. Eine Himbeere. Oh, was ist denn das Ausrufezeichen? Ist nicht geeignet für das gegenwärtige Biom. Ah. Wir haben doch noch eine zweite Farm, die ich jedes Mal, glaube ich, nicht finde. Hier ist eine. Ist halt gleich daneben. Ist auch nicht geeignet. Was ist das für ein Geräusch? Ist der Friedhof? Glaub schon. Ah ja, jetzt haben wir die Kuriere. Perfekt. Ich hoffe, das wird unsere Leistung nochmal erheblich steigern. Ist das eigentlich immer noch das einzige Krankenhaus, was wir haben? Hexendoktor. Ist das eigentlich auch eine Pflanze? Sieht doch aus wie eine Pflanze, die wir anbauen können. Ja Mensch, da habe ich vorhin nie drauf geachtet. Diese Probe kommt doch direkt in unser Feldlager hier. Zack. Ist das Schönes? Ja. War das auch wieder was, was wir schon haben? Das sieht überhaupt nicht so aus. Das war doch komplett grün, aber wahrscheinlich war das dieser kristalline Apfel. Oh. Krass. Ich wusste gar nicht, dass es im Mittelalter schon so Satellitenschüsseln gab. Was man hier nicht alles lernt. Oh nein, wer weint denn hier? Es gibt doch keinen Grund. Weißt du, was gegen Wein hilft? Kann ich denn ja nicht irgendwie hier, das hilft gegen Wein. Na, das hilft immer gegen Wein. War das gar nicht der, der geweint hat? Naja,
Wie dem auch sei, die beiden haben jetzt erstmal Spaß. So, wo kann ich denn hier... Was ist das denn? Sind das solche Kräuter? Nein! Ich hab jetzt mit... Ich hab die verloren. Oh Mann, wir brauchen doch solche blöden Kräuter. Die haben wir nämlich noch gar nicht. Ich glaube, der Hexendoktor braucht das Zeug. Den ich übrigens gerne mal upgraden würde. Wir hatten doch irgendwas Neues erforscht, ne? Richtig. Diese Kurierhütte. Achso, die muss ich noch bauen. Ja gut, da machen wir das mal lieber, ne? So, passt auf, es wird wieder ein bisschen laggy. Ach, über den Wolken. Dann muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Ja, vor allem ist die Freiheit blöd, weil ich hier nicht sehen kann, wo ich das hinbauen kann von hier. Ach Mensch. Ach. Dann sind wir doch lieber auf dem Boden der Tatsachen. So schön ist das da oben nicht. Hier geht's nicht. Nee. Ach, sind das jetzt diese Wege hier, die wichtig sind? Kann das sein? Was ist das denn für ein Riesengebäude hier? Wenn das da hinbaue, hätten wir natürlich überhaupt keine Weganbindung. Aber das kann sein, oder? Dass das hier jetzt eine Rolle spielt mit diesen Wegen. Ja, ach, ich weiß auch nicht. Ich hoffe mal, ihr habt eine relativ große Spannweite, Leute. Deshalb platziere ich euch hier hin. In Schieflage, aber... Na, das soll nicht rot sein. Warum ist es dann jetzt rot? So. Das hat oberste Priorität. Geheimprojekt Kurierhütte. Was ist denn jetzt passiert? Meine Nuggets haben eine Familie gegründet, das ist doch gut. Ach nee, das sind die hier wieder. Your civilization is about to purchase. Was purchasen wir denn? Steine. Im Gegensatz zu Kräutern. Na, das ist doch gut. Das klingt nach einem fairen Deal. Steine, die 10 Stück, die können wir abgeben. So, was macht ihr hier für ein Erleuchtungsfeuer? Ihr seid aber auch ein bisschen fernab. Jagdhütte. Guckt euch mal an, wie viel Wasser wir haben. Das ist ja unglaublich. Das können wir ja eigentlich auch mal upgraden. Nein, ich will nicht dich upgraden. Nein, ich will die Dings hier upgraden. So, verbessern. Ich bin im Upgrade-Wahn. Lass mich doch mal hier upgraden. Ach ja, ich wollte doch gucken, was das für ein riesiges Gebäude hier ist. Ich habe das Gefühl, es läuft flüssiger, seit wir im Mittelalter sind. Es kann ja auch sein, dass die Framerate ebenfalls so gewisse Stadien durchläuft und mit der Zeit besser wird. Das wäre natürlich ein feines Detail. Und ich weiß natürlich, dass das nicht der Fall ist. Es ist einfach leckier. Aber das liegt wahrscheinlich auch an meinen Specs. Aber kauf jetzt mal bessere Hardware. Das sieht sehr schön aus hier. Das sieht generell alles sehr, sehr schön aus. Ist das hier unser Frühlings... Nee, das ist nicht unser Frühlingsheiligtum. Das hier ist aber was Neues. Also wenn das nichts Neues ist, dann weiß ich auch nicht. Wir müssen zu unserem Feld. Wo ist denn unser Feld? Da ist unser Feld. Da sind eh gerade keine Feldfrüchte. Deshalb gucken wir mal, ob das besser ist, der Spaß. Na super, tödliche Saat habe ich gefunden. Wenn ein Nugget schon auf der Schwelle des Todes steht, sind sie bereit, alles zu versuchen. Auch dieses seltsame Kraut. Glücklicherweise ist es abscheulich aussehend, Ding weit davon entfernt, tödlich zu sein. Zumindest, wenn es vollständig gereift ist. Ansonsten kann es sehr giftig sein. Medizinmänner haben noch nicht genau herausgefunden, wann dieses Kraut völlig ausgewachsen ist, aber sie waren doch bisher im Raten ziemlich gut. Dann sollten wir vielleicht dieses interessant aussehende Teil nicht anbauen. Ach, da findet man schon mal was und dann ist es kompletter Schwachsinn. Aber auch jedes Todeskraut hat seinen Nutzen. Ist das hier so ein... Ist doch schon wieder irgendwas Neues.
Na, wo habe ich denn jetzt das hier? Wir brauchen Zement, Leute. Zement. Eine Blutdurchfrucht. Das klingt auch nicht unbedingt besser. Verursacht die wirklich was oder heißen die Dinge einfach nur so blöd? Ein Name, der sich für ein bedauernswerter Nugget ausdenken könnte. Glücklicherweise können die Toxine durch einen relativ einfachen Prozess neutralisiert werden, aber der Name bleibt zu seinen Ehren bestehen. Es produziert nur wenig Essen, aber es ist so ein Schädling, dass es nahezu neben dem mit alarmierender Geschwindigkeit wächst. Na, wenn das nur ein Name ist, also jetzt mal ehrlich, die Menge, die das produziert, ist mehr und es verbraucht auch wenig Wasser. Wir bauen ja diese Blutdurchfallfrucht an. Ich würde es wahrscheinlich nicht kaufen, wenn es so heißt, aber Namen sind nur Namen. Wir können das Ding auch ultra hoch toxische Mango nennen. Es würde ja nichts daran ändern, wenn das Ding an sich nicht giftig ist. So. Das sieht auch neu aus. Wir nehmen hier einfach mal die Natur ein bisschen auseinander. Und schauen, was das bringt. Spoiler, wahrscheinlich viel. Das war schon... Sind das diese Kräuter? Sind das diese blöden Kräuter? Ich glaube, das sind die. Das sieht genauso aus, die Textur. Leute, wir brauchen noch eine Farm. Das sieht echt schön aus, wenn das hier so Nacht ist, oder? Was? Wir haben Post? Ah, ein gebrochenes Herz. Ja, da müssen wir uns jetzt gefasst machen. Das wird bestimmt eine unschöne Story. Lieber Schöpfer. Okay. Es ist also kein wirklicher Notfall. Ich musste nur auch ihre Aufmerksamkeit erregen und das war der einzige Weg, den ich mir vorstellen konnte, um es zu tun. Mein Herz ist in Stücke zerbrochen. Mein geliebter Hashtag Nugget-Name 1 ist mit einer lokalen Berühmtheit davongelaufen. Shunneville Homebase kommt damit nicht durch. Er hat dieses großartige Lächeln und jede Menge Charme. Du kannst ihn nicht vermissen. Ich hoffe, ein Felsbrocken fällt ihm auf den Kopf. Ich würde mich jedoch damit zufrieden geben, dass er an Lizard Candy erstickt. Bitte hilf mir, mich zu rächen. Tinaga Homebase. Oh. Also eigentlich möchte ich ja niemanden... Also töten tue ich ja niemanden. I like this nugget. He reminds me a bit of my younger self. Straight to the point and quite murderous. Let's help him out. Na gut, ich wollte erst sagen, eigentlich will ich dem nicht helfen, aber jetzt wo der... Ach na ja, jetzt wo der Sprecher das so schon betont hat, da würde ich sagen, machen wir doch mal. Machen ein schönes hier. Wo ist er denn? Die Naga Homebase. Also wegen Liebeskummer töten ist eine wirklich das Bescheuerste überhaupt. Es ist nicht schön, definitiv. Ich denke, wir alle wissen, wie das sich anfühlt. Ich würde es jetzt nicht unbedingt empfehlen, aber es gibt immer eine andere Lösung, als irgendwas mit sich selbst anzufangen, im negativen Sinne. Also was weiß ich. Ja, wenn da alles so ein bisschen trüb und fade im Leben aussieht, die Aussichten davon vor allem. Es wird immer besser. Und wie gesagt, verletzen wollen wir hier niemanden eigentlich. Außer wir bekommen dafür einen Goldfischteich. In dem Falle sei es mal verziehen. Aber sonst nicht, ne? Bei einem Goldfischteich. So, da rennt ihr mit Ostereiern rum. Wo finde ich denn jetzt diesen komischen... Das ist eine lokale Berühmtheit. Ich kann ihn nicht vermissen. Aber ich vermisse ihn doch jetzt schon. Das ist er. So ein Ding auf dem Kopf. Ne, das ist... was ist denn das für ein... Ich möchte jetzt natürlich, um Gottes Willen, nicht irgendwie jemanden damit an die drehen. Also, ich meine, wenn das hier ein religiöses Symbol ist, dann tut es mir leid. Ich wollte jetzt nicht hier euch Nuggets irgendwie zu nahe drehen. Das war eine dumme Aussage von mir. Verzeiht mir. Ich suche nur einen sehr auffälligen Typen. Da bin ich etwas angespannt. Ich sehe aber keinen. Ich vermisse ihn doch so sehr. Wo ist er nur? Mein treues...
treues Liebeskräutchen. Na, wo ist es denn? In dem Text stand, ich vermisse ihn. Ich kann ihn nicht vermissen. Ich vermisse ihn aber. Hier, das ist er doch. Nee, wie hieß der? Ich vergesse diesen Namen die ganze Zeit. Tinaka Homebase. Bist du Tinaka Homebase? Wer von euch ist das denn? Du. Nee. Aha. Du bist doch nicht. Zement mischen. Keine Zeit für Zement mischen. Ich muss Tinaka Homebase finden. Das gibt's doch nicht. Ich sollte vielleicht mal die Zeit anhalten, dass es hier nicht die ganze Zeit... Der hier sieht komisch. Nee, das ist so ein Schamane. Ach, der Tinaka Homebase. Der hat sich auf jeden Fall gut getarnt. Nee. Was ist das hier? Sehr interessante Kopfbedeckung auf jeden Fall. Das ist echt nicht leicht, ne? Bei 173 solchen Nuggets. Ist das hier vielleicht der blaue? Naja, es ist eine Sie, aber ich weiß nicht so recht, warum sie blau ist. Ist auch egal. Das hier, das sieht doch aus wie einer. Ne. Der Habustein, das ist auch eine Habustein. Och, das ist ja gar nicht mal so einfach. Naja, ich meine, um den Goldfischteich ist es jetzt auch nicht so wichtig. Normalerweise gebe ich nicht so schnell auf, aber ich möchte euch jetzt hier nicht die ganze Zeit so eine Suchaktion, die so ein bisschen leckig auf der anderen Seite auch noch ist, zumuten. Das ist, glaube ich, eine neue Frucht. Wir können ja mal die neue Frucht schon mal mitnehmen. Zumindest sieht die etwas anders aus wie das, was wir bisher hatten. Wer weiß, vielleicht finde ich ja nebenbei hier diesen Tinaka. Aber das ist wohl etwas aussichtslos. Ist ein Tinaka Homebase? Nee. Glaube nicht. Ach, es tut mir leid, aber aussichtslose Lage. Haben wir nicht so eine Art Einwohnerregister oder sowas? Warte mal. Wir hatten doch irgendwo so eine Ansicht, wo wir die jetzt alle hier auswählen können. Kann man da auch zu denen springen? Was ist das denn jetzt hier? Achso, ja stimmt. Ja, das wollte man doch verbessern. Ich suche das Einwohnerregister. Da ist es doch. Tinaka Homebase hieß der. Oh, kann ich das sortieren? Tatsache. Wir suchen Homebase. Habustein. Die Habustein-Linie ist aber hier. Homebase. Bin ich aber gespannt. Tinaka Homebase. Kann ich zu dem springen? Fliege nach. Das geht tatsächlich. Ja, hätte ich das mal eher gewusst. Ah ja, du bist also nicht zu übersehen. Naja. Also, was soll ich machen? Ich soll ihn rächen. Ich räche dich, indem ich dich verjünge. muss ich ihn dann unbedingt töten? Das möchte ich eigentlich nicht.
Ich nehme dich einfach mit. So. Ich nehme dich mit und pack dich hier hin. Ja, jetzt sieh mal zu, wie du wieder nach Hause kommst. Das aber leider hat mir leider noch nichts gebracht. Ich dachte, dass Versetzen in eine hilflose Lage nach Paragraph 221 würde hier vielleicht funktionieren. Ja, das. Wir tun mal so, als ist das nicht passiert, ja? Ich meine, heute war doch eigentlich, ne? Heute ist doch der große, na, ihr wisst schon, der Freudenschub-Feiertag, der war heute, ne? Genau, alles gut. Dieses Geräusch, keine Ahnung, das war, ist nicht wichtig. Habe ich jetzt hier diesen Dings, den Fischteich? Wahrscheinlich schon. Ich habe es leider nicht mehr drauf drücken können. Das ist aus irgendeinem Grund jetzt weg. Ich glaube, ich sehe das auch nicht mehr. Ich kann es mit Epizentrum reißen. Jetzt weiß ich auch wenigstens mal, was das Epizentrum überhaupt ist. Das Ding also. Wo die Wahlen stattfinden. Ist einleuchtend. So, wir haben eine ganz große Aufgabe. Zement brauchen wir. Warte mal, ist das jetzt, was, warum ist denn das jetzt weiß? Heißt das, wir können nur eins davon machen oder heißt das, dass wir in das nächste Zeitalter wechseln? Ich glaube, das heißt, wir können. Was ist denn das? Die Wissenschaft des Friedens. Ja, ich würde sagen, damit befassen wir uns in der nächsten Folge. Danke euch fürs Zusehen. Bis dahin, macht's gut.